Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sabbelsaurus Unboxing. Ja, endlich ist er da, Stridor. Während viele von euch den natürlich schon seit längerer Zeit zu Hause haben, habe ich etwas länger warten müssen, denn ich habe mich einer Sammelbestellung angeschlossen und dadurch habe ich ihn natürlich ein bisschen günstiger gekriegt, aber musste eben auch ein bisschen länger warten. Aber ich finde, auf jeden Fall hat sich das Warten gelohnt. Jetzt wundert euch an dieser Stelle nicht, ich habe mir keinen zweiten Stridor bestellt, sondern das ist einer, der noch weggeschickt wird. Aber da ich ihn noch hier hatte, dachte ich mir, einfach zwecks Deko packe ich den Mog dann hier einfach auch noch mit hin. So, den guten Fisto, den wir natürlich gleich noch brauchen, um ihn in Stridor reinzusetzen, tun wir mal beiseite. Nightstalker haben wir jetzt auch schon hier, auch wenn er durch das Mikro ein bisschen verdeckt wird. Aber hier ist nicht endlich Platz auf diesem kleinen Tisch hier. Und ja, ihr seht ja selbst, wie groß diese Verpackung ist. Dürft euch ja schon bekannt sein durch Nightstalker. Ja, ich würde mal sagen, schreit mir zur Tat und packen das Kerlchen mal aus. So, es kann natürlich jetzt sein, da ich ihn noch nicht geöffnet habe, dass mich jetzt hier eine böse Überraschung erwartet und irgendwas kaputt, verbogen oder sonst irgendwas ist. Aber das glaube ich mal eher nicht. Die Kritiken fielen ja überwiegend positiv aus. So. Ein Riesenkarton. So. Ja. Ich glaube, am Karton muss man jetzt nicht so viel zeigen. Steht Stridor drauf. Und ja, das war's. Was man natürlich noch sagen muss, ist, viele haben ja bemängelt, dass Super 7 den Mailer hier zum Verschicken auch gebraucht hat. Kam nicht ganz so gut an bei den Fans. Ja, ich brauche ihn nicht, von daher also weg damit. Ja, aber wer geglaubt hat, dass der Mailer nicht ausreicht, um den Mock anständig zu schützen, wir haben hier eine Schutzfolie drum. Auch die tun wir mal beiseite. Ja, und hier ist er. Ja, hinten haben wir dann die Wave 2 der Moto Classics drauf, genauso wie die Wave 2 von Club Grayskull, also den Filmation-Figuren. Und auch die sind ja mittlerweile schon an die ersten Leute ausgeliefert worden. Also man muss schon echt sagen, wer bei Space bestellt, der hat einen riesen Vorteil, zumindest in der Zeit. Denn dann habt ihr die Sachen natürlich ultraschnell da. Also es ist in diesem Fall dann wirklicher Service und dann teilweise sogar schneller als wie in den USA. Aber gut, packen wir ihn mal aus. Und es wäre natürlich wirklich besser, ich halte das dann auch mal in die Kamera. So. Ist das ein Riesenteil? Ja, wenn ihr ihn rausgeholt habt, da ist dann so weiter nichts drin. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Verpackung nicht großartig näher ein, weil ihr durch ihn hier den ja schon die ganze Zeit im Bild habt. Ja, und da ist er. Genauso eingepackt natürlich wie Nightstalker. Also viele Überraschungen werdet ihr hier nicht erleben, außer natürlich der Vintage-Maske. Ja, die lag natürlich bei Nightstalker nicht dabei. Vielleicht wird sie noch mal irgendwo nachgeliefert, aber schauen wir mal. So, mein erster Check. Soweit sieht alles gut aus. Und schon mal etwas Positives. Kein Bändchen über der Nase. Denn gerade Nightstalker hatte ja immer das Problem, dass er hier vorne drüber ein Gummiband hatte, obwohl die Farbe noch nicht getrocknet war. Damit hatte man hier dann immer so
entsprechende Einkerbungen und das sah schon ziemlich hässlich aus. Hat meine auch, zum Glück allerdings nur ganz minimal zu sehen. Aber gut. Ja, hier hinten haben wir dann die Bändchen, die das Pferd dann auch halten. Und früher war es Draht. Ja, ob Draht oder Band spielt eigentlich keine Rolle. Ne, jetzt nehme ich mal die Schere. So, dann wollen wir ihn mal aus seinem Gefängnis befreien. Ich glaube an dieser Stelle, entweder mache ich das Ganze per Schnellvorlauf, denn wie ich das jetzt hier so einzeln auspacke, ist ja auch ein bisschen langweilig, oder ich lasse es so mal schauen, weil ihr habt ja gerne kürzere Videos, von daher, aber wir werden schauen. Ja, auf jeden Fall gut gesichert. Also wer Stridor Mock sammelt, der wird kein Problem damit haben, dass ihm hier irgendetwas im Blister verrutscht. Auch hier wieder etwas fester. Ich weiß gar nicht, ist es gerade, es müsste die Maske gerade sein. Wahrscheinlich ist der Ton jetzt gerade auch ein bisschen dumpf. Ja, das war die Maske. So, und noch eine Stelle. So. Ja, überall haben wir noch Gummibänder. Was ich euch jetzt schon mal sagen kann, ist, dass die Bemalung 1A ist. Da kann man soweit noch nichts dran aussetzen. Aber warten wir mal, bis wir ihn ganz draußen haben. So, und obwohl ich das, wo ich hier gerade bei bin, ihn hier wirklich haarklein auszupacken, möchte ich euch nochmal unbedingt das Unboxing-Video vom Melkor23 von planeteternia.de empfehlen. Eine Seite, wo ihr sowieso generell immer drauf gehen solltet. Der Seite, wenn in Deutschland, wenn es um Masters of the Universe geht. Ja, so. So sieht das Ganze dann aus, nachdem er entmockt wurde. Ja, das kommt in den Müll. Und da ist er. Ja, nochmal kurz hier schnell den Jimmy Controlletti. Hier haben wir überall noch so ein paar kleine Gummibandfitzel und wow. Ja, schon mal das erste Positive. Der Schwanz erhält sich in der Position. Das beim Nightstalker zum Beispiel nicht. Den kann ich jetzt übrigens mal hervorholen. Und ich werde es mal versuchen, in die Kamera zu halten und vielleicht kann man es sehen, dass hier vorne, genau da, ich zoome mal ran, die kleine Einkerbung ist. Und das ist natürlich wirklich ärgerlich und hässlich. Gerade ich, der natürlich ein großer Fan von Nightstalker ist. Nicht umsonst habe ich mich ja auf Planet Eternia und anderen Seiten nach diesem Robotpferd benannt. Hier das Ganze jetzt mal beim Nightstalker. Und wie ihr seht, der Schweif neigt sich. Und hier bleibt er da, wo er sein soll. Das ist natürlich eine coole Geschichte. Ja, farblich muss man natürlich sagen, Nightstalker ist da um einiges besser. Denn hier hat man auch natürlich so den schönen Glanzlack und so weiter mit drauf. Das ist bei Stridor nicht gegeben. Ne? So, dann hat man ja, definitiv unterschiedliche Aufkleber da drin, die natürlich die Steuerung, Computer und so weiter alles simulieren soll. Ja. Und was ich auch sagen kann, ist, dass die Halsgelenke bombenfest sitzen. Das ist echt Hammer. Ich bin wirklich begeistert, muss ich sagen. Guckt euch das mal an. Überhaupt keine Probleme. Nicht, dass es bei Nightstalker irgendwie anders wäre, aber diese Gelenke sind noch mal um einiges fester. Also wer Super 7 bisher so kritisiert hat, hier haben sie tatsächlich mal vieles richtig gemacht. Ob alles, das werden wir noch sehen. So, das Gelenk hier war gerade noch so ein bisschen in der Starre. So.
Ein bisschen Glanzlack hat man hier vorne auf den Halsgelenken angebracht. Das ist eine nette Dreingabe. Aber hier über den ganzen Body verteilt wäre das natürlich noch schöner gewesen. Beziehungsweise wenn man bestimmte Parts einfach mehr akzentuiert hätte. Das wäre natürlich super gewesen. Hier vorne ist ein Knickgelenk scheinbar drin. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, ob das bei Nightstalker auch so ist. Nur hier an einer Stelle, wie man hier sieht. Und bei Stridor scheint das an mehreren Stellen zu sein. Das kann eigentlich nur von Vorteil sein. So, ja, dann hier natürlich die Strahler lassen sich hoch und runter bewegen. Sie sind ja, gegenüber von Nightstalker doch auch ein bisschen fester, wie es scheint. Hier ein ganz klein wenig verbogen. Bisschen heiß Wasser kriegt man das wieder hin. Das ist jetzt wirklich, das wäre wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also das Teil ist mal absoluter Hammer. Also liebe Super Seven Leute, Herr Mr. Flynn, ne? Mehr davon. Ein Dragonwalker oder sowas noch. Okay, jetzt wollen wir nicht gierig werden, aber das ist schon mal echt Hammer. Gut, was natürlich noch eine Neuerung ist, das ist diese Maske hier, die wirklich sehr, sehr flexibel ist, wie man sieht. Also da ist ein sehr weiches bzw. flexibles Material verwendet worden. Dann natürlich die neue Maske, die wir schon bei Nightstalker mit dabei hatten. Diese ist ein bisschen fester, wie man sieht. Und natürlich auch um einiges detaillierter. Gut, probieren wir das mal mit der Maske aus. Und sie sitzt. Und so sieht das Ganze dann mit Maske aus. Na? Ja, unglaublich gut gemacht. Hier mal von innen das Ganze. Hier von unten. Von vorne nochmal. Und nochmal von der Seite. Und es sieht einfach hammermäßig aus. Also ich bin restlos begeistert von dem Ding, kann ich definitiv nur sagen. Und nichts für ungut, liebe Super Seven Mitarbeiter, Herr Flynn. Ich hätte das zum Beispiel nicht gebraucht und ich glaube, die meisten auch nicht. Nun war es natürlich schon da, aber ich glaube, das, was die Leute wirklich haben wollten, ist das hier, ne? Die Vintage-Maske. Die gehört für mich auf Stridor einfach drauf. So, so muss das aussehen, so ist das schön. Und da fehlt natürlich noch was, und zwar Fisto. Genau. So. Jetzt stellen wir das Ganze mal so auf. Wird natürlich jetzt hier durch den drehenden Mock immer ein bisschen verdeckt. So. Und da kommt er dann rein, der gute Fisto. So, ich habe das zum Beispiel, weil hier ja nicht wirklich ein Sitz drin ist, so gemacht, dass ich die Beine ein bisschen anwinkel, so dass er etwas weiter und tiefer drin sitzt und es nicht so aussieht. Ich meine, klar, das hier ist jetzt schon wirklich mehr ein Panzer, als wie damals einfach nur ein Robotreitpferd. So würde ich das zumindest sehen. Die große Waffe brauchen wir nicht mehr, also raus aus der Hand mit dem Schwert. So, und so sitzt er dann natürlich auch ein bisschen tiefer drin. Und das Ganze sieht etwas dynamischer aus. Ein bisschen stört hier hinten bei Fisto die Riesenschwertscheide. Aber so, bitteschön. Da haben wir's. So soll's aussehen. Fisto und Stridor. Ja, und so sehen die beiden dann nebeneinander aus.
Absolut super gelungen. So wandert das Ganze nun dann auch in meine Vitrinen und ich bin hellauf begeistert. Ich finde das Ding einfach nur absolut top und da hat Super 7 wirklich mal was richtig gemacht. An dieser Stelle bleibt mir nur noch eins. Viel Spaß mit euren Stridors wünsche ich euch. Macht's gut und bis zum nächsten Unboxing-Video. Gute Reise.